Schön, dass ein paar Leute gekommen sind, obwohl das Wetter draußen so schön ist. Die 60 Meter ohne zu fallen zeigen natürlich auch gleich, dass ich zwar ein begeisterter Spieler, aber eher ein durchschnittlicher bin. Aber damit bin ich auch hoffentlich nicht ganz alleine. Es geht gleich los. Halt, das ist nicht richtig. So, ich ahnte es. So, jetzt seht ihr schon mal, was gleich kommt. Nämlich das hier. A History of Games. Als es hieß, man hätte gerne, oder der Jugendbeirat hat gesagt, man hätte gerne hier auch sowas wie ein bisschen Games-Geschichte, dachte ich erst, in 20 Minuten, warum nicht gleich eine kurze Geschichte von fast allem? Und dann haben wir uns überlegt gemeinsam, dass man natürlich so Checkpoints machen kann, die ein bisschen persönlich sind. In meinem Fall sind das jetzt 5 Stück. Die sind auch einigermaßen chronologisch. Und die enthalten auch einen Schuss Mediengeschichte. Ich habe nämlich auch ein paar Clips mitgebracht aus dem Archiv, aus dem Giftschrank sozusagen. Und fangen wir doch einfach mal an. Punkt 1 oder Checkpoint 1. Wie kam die Quest ins Rollenspiel? Quests sind ja im Grunde genommen überall zu finden. Manchmal heißen sie auch Missionen. Rollenspiele, kurzer Exkurs, ist ja eines der ältesten Genres, die es überhaupt gibt. Die stammen aus den 70ern. Die Pen-and-Paper-Rollenspiele sogar sind noch älter, sind aus den 60ern ungefähr. Da hat man am Anfang historische Schlachten nachgespielt. Und dann kamen Fantasy-Rollenspiele, Dungeons and Dragons, das Schwarze Auge. Die habt ihr vielleicht alle nicht mehr unbedingt gespielt, aber ich hoffe, ihr kennt sie, weil das ist ein bisschen Popkulturwissen. Wie alle Subkulturen wurden die immer schon kontrovers diskutiert. Sie sind gefährlich, das Okkulte fanden religiöse Gruppen in den USA speziell nicht so toll, es macht süchtig, das hat man besonders bei World of Warcraft, was ja jetzt hier schon in der Anmoderation gefallen ist, was hier unten auch zu sehen ist. Da war das ein Riesenthema, hat sich inzwischen ein bisschen entspannt, weil man gemerkt hat, das ist eigentlich doch was relativ Normales. Dieser Satz steht hier vor allen Dingen deshalb, weil ich dazu neige, bei Themen, die mich interessieren, ein bisschen den Faden zu verlieren. Was ist jetzt mit der Quest das eigentliche Thema? Die gibt es natürlich in ganz, ganz vielen Spielen, vor allen Dingen, weil Genres gerne gemixt werden. Borderlands, Dishonored, manchmal mischt sich das so ein bisschen mit, man nennt das auch Missionen. Aber wo Rollenspielelement, da gibt es meistens Quest. So, und ich finde ganz spannend, wie das überhaupt, man stellt das nicht mehr so in Frage, wie das überhaupt passiert ist, wo das Ganze herkommt. Und da hat ein Kollege von mir einen wunderbaren Beitrag gemacht, den ich hier kurz zeigen möchte. Löwen. Am Anfang war das Wort und das kam meistens vom Chef persönlich. Schon die Protagonisten der Bibel mussten Aufträge erfüllen. In der Regel war das was mit Sündenfall oder Sinnflut oder so. Seit sich Menschen Geschichten erzählen, gibt es sie, die Heldenreise. Von Generation zu Generation weitergetragen geht es in allen Kulturen immer um dasselbe. Irgendjemand bekommt einen Auftrag und erledigt ihn gegen alle Widerstände und Gefahren. Bei den alten Griechen zum Beispiel musste der Herkules etliche Male auf Reisen gehen und auch Odysseus wurde jahrelang um die Weltmeere geschickt, bevor er wieder heim durfte. Im Mittelalter bekamen solche Reisen einen Namen, Queste. Die kühnen Recken waren zwar auch oft im Namen des Herrn unterwegs, doch hauten sie sich jetzt auch für andere tolle Sachen aufs Blech. Neben Ruhm und Ehre waren es jetzt auch besonders die holden Herzköniginnen, für die man auszog. Minne war in Mode und mit ihr das Prinzessinnenretten. So mancher Jüngling verlor dabei allerdings mehr als seinen Kopf. König Artus und die Ritter der Tafelrunde verfolgten mit der Gralssuche zwar noblere Ziele, doch bekanntlich waren bei denen am Ende auch fast alle tot. Wie unromantisch denken sich die Romantiker und erfinden das Mittelalter einfach neu. Mit noch mehr Prinzessinnen, die es zu retten gilt. Die Brüder Grimm verpassen den deutschen Volksmärchen eine ordentliche Weichspülung. Wenn die Quest erfolgreich war, wird ab jetzt geheiratet und nicht gestorben. Damit prägen sie unser Bild vom romantischen Mittelalter. Andere Autoren, die schreiben gleich ganz neue Märchen. Wie etwa 150 Jahre später J.R.R. Tolkien. Seine Romane aus Mittelerde sind bis heute schwerster Kult. Der Herr der Ringe erscheint Mitte der 50er und tritt eine wahre Fantasy-Lawine los. Da,
schönes Lied. 1973 stirbt Tolkien und ein Jahr später erscheint mit Dungeons & Dragons das erste Fantasy-Spiel. Die Spieler begeben sich jetzt selbst auf die Heldenreise. Die Welle der Pen-and-Paper-Rollenspiele erfasst die USA. Anfang der 80er schwappt sie dann auch nach Deutschland über. Kommerzielle Realitätsflucht für die Null-Bock-Generation. Sieht man damals allerdings kritisch. Es ist kaum zu glauben, aber in Amerika soll es inzwischen Millionen ganz normaler Menschen geben, die eine bessere Freizeitbeschäftigung gefunden haben als Fernsehen. Sie spielen das Fantasiespiel. Es ist ein Würfelspiel mit Moderator, in dem jeder Mitspieler eine Rolle in einem Gruseldrama spielen darf, also im Kampf gegen Drachen, Folterknechte und blutige Killer. Was das mit Fantasie zu tun hat, ist nicht sofort erkennbar. Jedenfalls versucht dieses Spiel mit zu profitieren beim Kassenerfolg, den fantastische Geschichten zurzeit haben. Und Erfolg haben sie immer noch. Aber wo wir schon bei Vorurteilen sind, Rollenspielern wird ja ein recht hoher Nerdfaktor nachgesagt. Genauso wie den Pionieren der Computerspielgeschichte. Kein Wunder also, dass viele der frühen Computerspiele Fantasy-Rollenspiele sind, Quests inklusive. Noch heute ziehen die Computerspiele-Protagonisten umher auf der Suche nach Abenteuer. Und ja, auch in Computerspielen werden seit jeher Prinzessinnen gerettet. Es ist also ein langer Weg, den die Quest durch die Jahrtausende beschritten hat. Und auch die Gamer der Zukunft werden wohl nicht ohne sie auskommen. Der Ausschnitt aus dem Heute-Journal, oder? Da haben wir auch sehr gelacht. Gibt noch sehr viel mehr davon im Archiv. Muss man eigentlich mal eine Sendung draus machen. Der zweite Punkt ist eine sehr persönliche Anekdote. Die ist auch ein bisschen unangenehm. Ich habe nämlich tatsächlich am Anfang nicht gewusst, dass man Spiele auch zwischendrin abspeichern kann. Und es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, weil meine Spielerkarriere hat mit Tetris begonnen und mit so einem Gameboy. Meiner war nur nicht so schön gelb wie der da oben, sondern nur grau. Er war, glaube ich, vom Laster gefallen. Hat zumindest mein Bruder gesagt. Da kann man natürlich nicht zwischendrin abspeichern. Wenn man es scheiße macht, fliegt man raus und dann fängt man wieder von vorne an. So, und dann ging das aber weiter, meine Spielerkarriere sozusagen, mit so einem vergleichsweise komplexen Adventure wie Zack McCracken. Das Lustige ist, ganz nebenbei bemerkt, dass Zack McCracken Journalist ist. Das finde ich nach wie vor noch ganz lustig. Irgendwie, das ist ein schöner Zufall. So, und da muss man total bekloppte Sachen machen. Also das kann man eigentlich ohne eine Komplettlösung gar nicht durchspielen. Die hat mir mein Bruder dann damals auch irgendwann, weil er mich da hat verzweifeln sehen, mitgebracht, auf einem neuen Nadeldrucker ausgedruckt. Das weiß ich nicht, 700 Seiten hatte das Dokument. Und ich habe aber halt auch einfach nicht gewusst, wie lang so Spiele sind. Weil wie gesagt, Tetris, das spielst du und wenn du rausfliegst, fängst du von vorne an. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie viel Level das überhaupt hat. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich habe halt gedacht, naja, das ist wie so eine Folge Captain Future oder Heidi, das ist nach einer halben Stunde rum oder zumindest in einem Nachmittag. Also habe ich das gespielt und gespielt und wenn ich irgendwann mal aufhören musste damit, habe ich es halt zugemacht und beim nächsten Mal habe ich gerade wieder von vorne angefangen. Aber ich meine, durchspielen wird völlig überbewertet. So, Checkpoint Nummer 3 und damit sind wir ja schon wieder ein bisschen fast in der Gegenwart angekommen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist alles voller Zombies. Und damit meine ich nicht morgens die U-Bahn, sondern wir sehen ja vielleicht an Games, wie jetzt gerade vor 14 Tagen rausgekommen, Doom oder vielleicht Darksiders, so Dämonen sind ein bisschen aus der Mode geraten. Man hat die nicht mehr so wahnsinnig viel. Die sind zwar immer noch wichtig irgendwie für das Genre Horror an sich, aber Zombies überall. Spiele, Filme, Serien, Comics, The Walking Dead, alles voll davon. Ich habe mal so eine kurze Stichprobe gemacht und habe bei Wikipedia eine Liste gefunden von 150 Spielen mit Zombies und nur 50 mit Dämonen. Das ist jetzt keine blitzsaubere Recherche, aber es gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie die Verteilung ist. Wie gesagt, das Horrorgenre kann grundsätzlich beide Spezies brauchen, aber, und jetzt muss ich ein klein bisschen ausholen, das fand ich nämlich ganz spannend, weil ich mich kürzlich darüber mit einem Kulturwissenschaftler unterhalten habe, dessen Spezialgebiet das Horrorgenre an sich ist. Primär im Film, aber er beschäftigt sich auch ein bisschen mit Games. Und das Horrorgenre spielt halt mit menschlichen Urängsten. Also vor der Dunkelheit, vor Höhe, vor körperlicher Versehrtheit, also dass wir zum Beispiel gefoltert werden oder so irgendwas, Krankheiten, also vor Dingen, die wir gar nicht oder nur schwer kontrollieren können. Da kann man sich im Grunde genommen fast alle Filme von Eli Roth angucken, was ich persönlich nicht tun würde, aber
die spielen zum Beispiel mit solchen Geschichten. Cabin Fever ist einer. The Green Inferno, ganz grauenvoller Film, den ich mir auch nicht angucken möchte. Ich kann mit Horror besser im Spiel umgehen, ehrlich gesagt. Da kann ich wenigstens, habe ich die Sachen, ein paar Sachen wenigstens unter Kontrolle. Und dieses Genre Horror ist auch eines der konstantesten von allen Themenbereichen, weil es sich auch so problemlos modernisieren lässt. Und eine der präsentesten Ängste, die wir heute haben als Menschen sozusagen, als Gesellschaft, ist halt die Angst vor Epidemien. Ebola, Schweinegrippe, Vogelgrippe, aktuell der Zika-Virus, habe ich gestern Abend noch gesehen, dass man sich da große Sorgen macht wegen der Olympiade, was das bedeutet, wenn 500.000 Menschen da durch die Gegend reisen. Das erklärt halt einfach auch, nichts spielt so massiv mit dieser Angst wie das Zombie-Thema. Wobei ich jetzt niemand den Spaß nehmen will an diesem Genre oder an den Spielen und den Filmen, die es da gibt, aber ich fand das so eine ganz interessante und ziemlich einleuchtende Erklärung, warum das so ist. So, den hatte ich selbst nicht so auf dem Schirm. Checkpoint Nummer 4. Sehr heikles Thema. Wann entstand die größte Angst der Gamer? Die vor Spoilern. Wobei man sagen muss, dass diese Angst natürlich heute nicht nur Spieler haben, sondern sehr viele Menschen. Das ist meine Lieblings-Spoiler-Warnung kürzlich. Spiegel Online macht einen Test über Doom und überschreibt ihn mit der Spoiler-Warnung. In diesem Text wird der komplette Plot von Doom verraten. Nein. Ist nicht wahr. So, das ist, finde ich, jetzt fast ein bisschen albern, zeigt aber ganz gut, wo wir uns da mittlerweile bewegen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, als würde ich sagen, Titanic. Spoiler, der Kahn geht unter. Also, ja, nur um das zu verdeutlichen. Geht schon mal damit los, dass es im Deutschen im Grunde genommen keine wirklich passende Übersetzung gibt. Spoiler. Eine davon ist Spielverderber, die man im Kontext, wie das jetzt hier Spiegel verwendet, nicht benutzen könnte, die aber eigentlich ganz passend ist, weil es natürlich bei Spielen, Spoilern, ein viel größeres Problem ist, weil das so ein individuelles Erlebnis ist. In Büchern steht für jeden auf Seite 20 das Gleiche, auch wenn der eine oder andere vielleicht länger braucht, um bis dahin zu lesen, aber da steht das Gleiche. Und in Filmen ist es natürlich auch so. In Minute 20 gibt es eine Explosion für jeden. So. In Spielen ist das nicht so. Der eine ist bei Minute 20 noch bei der Charaktererstellung, der nächste ist durch eine Tür gegangen, durch die er besser nicht gegangen wäre und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es diese Spoiler-Paranoia im Grunde genommen überall. Und ich habe mich gefragt, wann ist die eigentlich entstanden und warum ist das so ein Riesenproblem und so. Ich habe da so ein paar Erklärungsansätze, aber das ist halt ein Riesenthema. Und was Redakteure immer machen, wenn sie ein Thema nicht so recht in den Griff bekommen, dann machen sie eine Straßenumfrage. Dann habe ich mir gedacht, ich frage einfach mal ein paar Leute, die sich viel im Netz bewegen und mit diesen Themen zu tun haben, was die darüber denken. Jetzt kommt die große, total super, nicht repräsentative Umfrage. Nummer eins, der reizende Eddie von den Rocket Beans, und das hat er zu sagen. Also das Thema Spoiler gibt es natürlich schon lange, aber so richtig, glaube ich, kam es erst so mit dem neuen Serienboom auf. Und ich glaube, bei mir und so im Bekannten- und Freundeskreis war das, glaube ich, so mit Lost, wo das so anfing, weil das halt auch unmittelbar zusammenhing mit den Serien, die plötzlich so Cliffhanger hatten, ja, also wo dann am Ende der Folge immer irgendwas Krasses passiert ist und man sich immer gefragt hat, ja, wie geht's nächste Woche weiter? Und das war dann irgendwie so ein Trend, der sich fortgesetzt hat in den neu produzierten Serien. Und ich glaube, es war Lost. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war so die erste Serie, die so richtig krass dieses Cliffhanger-Ding zelebriert hat. Und ja, mittlerweile ist es schon echt so eine Epidemie geworden. Also man hat richtig Angst vor Spoilern. Ich finde es manchmal selber auch übertrieben und wir haben auch schon viel diskutiert darüber, was ist eigentlich noch ein Spoiler? Weil früher ist man auf den Schulhof gegangen und hat irgendwie, als man was gesehen hat, hat man seinen Freunden genau erzählt, was passiert ist. Exakt Szene für Szene. Und dann hat man das gemeinsam abgefeiert, ob man es gesehen hat oder nicht. Das kannst du heute nicht mehr machen. Du gehst irgendwie ins Büro und sagst, oh, ich habe gestern die neue Folge Game of Thrones gesehen. Und sofort verlassen irgendwie 10 Leute den Raum. Und andere halten sich die Ohren zu. Nein, keiner will mehr was rissen. Also es ist schon echt so ein bisschen, sind wir alle schon ein bisschen gestört deswegen. Und ich mache das auch, also gerade Facebook und Twitter und keine Ahnung, wenn man da irgendwelchen aktuellen Magazinen folgt, Esquire, Rolling Stone, Vulture oder wie sie alle heißen, da gibt es so viele, Vulture heißt sie,
gibt so viele Medienmagazine oder irgendwelche Leute, die die Serien früher gucken als man selbst und man Gefahr läuft, dass die irgendwie was einem spoilen. Also ich versuche zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn ich die aktuelle Folge noch nicht gesehen habe, versuche ich nichts auf Twitter oder so zu lesen. Nummer zwei ist Nils Bokelberg, bei dem ihr hoffentlich auch alle wart, der ein sehr lustiges Bingo-Spiel gemacht hat. Der ist ansonsten auch verantwortlich für Weltfrieden, Kino, Spiele und macht einen tollen Podcast. Und das sagt er dazu. Das ist im Übrigen hier unten in der Kantine aufgenommen. Sieht so rot aus. Wie denke ich über Spoiler bei Spielen? Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß, alle sagen nur, oh, Spoiler Alert und so. Und im Grunde genommen kriegt man ja immer alles mit. Es ist fast nicht möglich, Spoilern auszuweichen bei so wichtigen Dingen, die in Spielen oder Serien oder Filmen passieren. Und ich bin da mittlerweile ganz gelassen geworden und denke mir so, mein Gott, dann kenne ich halt eine Wendung, aber ich weiß nicht, wie es dahin kommt. Ich weiß nicht, was danach weiter passiert. Ich weiß nicht, wie das genau zustande kommt. Ich weiß nur, dass das passiert. Und das kann ich dann aber ganz gut vielleicht nicht ignorieren, aber ich mache mir dann nicht so einen Kopf drum, weil ich es ja dann sowieso nochmal selber erlebe. Und deswegen bin ich eigentlich gar nicht so Spoiler ängstlich, wie man das vielleicht sein sollte heutzutage. So mache ich das. Und eingerahmt und abgeschlossen wird das ganze Ding von Daniel Schröckert, der auch bei den Rocket Beans ist und sich da vor allen Dingen auch viel mit Filmen, aber natürlich auch Games beschäftigt. Tja, Spoiler. Ich glaube, ich bin relativ spät mit dem Begriff in Berührung gekommen. Das war noch zu Game One-Zeiten, da hatten wir einen Beitrag und in diesem Beitrag war der Spoiler-Broiler. Das war so ein Hähnchen, mit dem haben wir uns ein bisschen über die Thematik lustig gemacht, aber man hat dieses Hähnchen halt auch genommen als Freifahrtschein, um spoilern zu können. Und ja, Spoiler sind scheiße. Ich will es gar nicht beschönigen, ich finde Spoiler auch uncool, ich möchte auch nicht gewisse Schlüsselmomente oder Szenen aus Filmen oder Serien, die ich noch sehen möchte, im Vorfeld verraten bekommen. Aber, und da sind wir beim nächsten Punkt, ich finde die Hysterie und die Panikmache zu dem Thema, die finde ich halt, oder rund um das Thema, die finde ich halt noch viel, viel beschissener. Ja, also, das ist ein mittlerweile so breit, eng, persönlich gestecktes Feld, ja. Man weiß überhaupt nicht mehr, was ist noch eine Information und was ist schon ein Spoiler. Ja, für die einen Leute, da ist die Haarfarbe des Hauptdarstellers, ist schon ein Spoiler. Dann regen sich andere Leute darüber auf, dass man gesagt hat, dass Darth Vader Lukes Vater ist, weil sie halt in 50 Jahren immer noch nicht geschafft haben, das Imperium schlägt zurückzugucken. Und dann gibt es wieder Leute, die wollen halt schon die Schuhgröße des Mörders wissen und gucken sich den Film trotzdem an. Und ich meine, das haben wir ja früher auch so gemacht. Also auf dem Schulhof haben wir uns auch alles haarklein erzählt und trotzdem sind wir ins Kino gegangen. Ich weiß gar nicht, wann diese Hysterie und diese Vorsicht, wann das mal irgendwann begonnen hat. Gibt es so wenig, was euch Filme oder was den Menschen Filme noch irgendwie geben oder erzählen, dass man auf diese Informationen so sehr achten muss? Ja, ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein Minenfeld der Emotionen und Informationen. Und auf dem gilt es halt, vorsichtig zu laufen. Ja, wir können festhalten, es ist ein schwieriges Thema. Die Herren plädieren alle zur Gelassenheit und ich würde sagen, dass Menschen, die einigermaßen professionell über Spiele, Games, Bücher oder sonst was reden, in der Lage sein sollten, das Ding zu rezensieren, ohne ganz fürchterlich alles zu verraten. Das muss eigentlich auch drin sein, finde ich. Punkt 5, Checkpoint Nummer 5. Ursprünglich stand ja in der Session-Beschreibung mal was drin von Wahlen. Da ging es eigentlich um sowas wie Kostenfalle App Store. Dann habe ich mir gedacht, ach scheiße, das ist zu didaktisch, das macht auch keinen Spaß, wir müssen irgendwie mit ein bisschen Spaß noch rausgehen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über das Thema Let's Plays. Die ersetzen ja heute zum Teil zumindest sowas wie Spieletests. Natürlich gibt es noch die PC-Games und die GamePro und Co. und die haben auch absolut ihre Berechtigung. Sie funktionieren aber eher wie Stiftung Warentest, in denen sie halt Spiele bewerten nach Sound, nach Grafik, nach Gameplay und hinterher eine Prozentwertung drunter kleben. Das kann man machen. Ich bin da mittlerweile nicht mehr so hart, dass ich sage, Katastrophe, Kulturgüter kann man so nicht bewerten. Man kann das schon machen. Die Frage ist nur, ob das immer so viel Sinn macht. Also bei manchen Spielen macht so einen Produkttest überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel bei Minecraft, finde ich. Das ist völlig unsinnig, das so zu bewerten und würde vielleicht auch nicht mal gute Wertungen bekommen und es ist ein gutes Spiel. Und wir haben uns mit der Redaktion mal vor einiger Zeit
überlegt, was ist, wenn es in den 80ern oder 90ern, wo eigentlich Printmagazine zu Spielen oder zu Games natürlich das Maß aller Dinge waren, wenn es das schon gegeben hätte, wie hätte das ausgesehen, wenn man sowas live im Studio gemacht hätte? Und dann hat sich ein Kollege von mir hingesetzt, hat ein wunderbares Drehbuch geschrieben und wir haben ziemlich viel Quatsch gemacht damit. Ganz, ganz gut, dass wir bei Dreisat so ein bisschen in der Nische und so. Aber guckt euch das einfach an. Ich glaube, das macht schon Spaß. Vielleicht stellen Sie sich erstmal vor, damit unsere Zuschauer nicht denken, Sie seien unhöflich. Ich bin Fabian Döhler vom Computer- und Videospielehersteller Sega. Das ist leider nur die halbe Wahrheit. Wir zeigen Ihnen jetzt, was meine Redaktion über Herrn Döhler sonst noch herausgefunden hat. So, welches feine Stückchen Software haben Sie uns denn mitgebracht? Was ganz Neues aus unseren Entwicklungslabors im fernen Japan. Quasi ein Prototyp, den wir uns anschauen können heute. Das Ganze heißt Sonic und ist aus dem Bereich der beliebten Hüpf- und Sammelspiele. Legt großen Wert auf Geschwindigkeit, sehr schnelles Scrolling, sehr schnelle Spielabläufe. Und als Hauptdarsteller haben wir nach langem Überlegen und einer sehr langen Produktfindungsphase einen Igel gewählt. Sie können unserem Studiogast Herrn Döhler natürlich auch per Fax ein paar Fragen stellen. Herr Döhler, was halten Sie davon, wenn wir mal die Handmaschine rattern lassen? Ich kann mir spontan nach so einer langen Reise eigentlich fast nichts Schöneres vorstellen. Lass uns spielen Sonic. So, ja. Der Prototyp, von dem ich gesprochen habe, haben wir hier mal eingelegt. Kurze Frage, warum ist das schwarz-weiß? Wir sind da einfach noch nicht so weit. Das ist im Moment in so einer Findungsphase und der Plan ist, vielleicht mal ohne Farben hier zu arbeiten für den Moment. Was glauben Sie denn, was ich dafür bezahlen muss? Also wir haben für solche Top-Titel eigentlich eine relativ gleichbleibende, unverbindliche Preisempfehlung, die liegt bei 119 Mark. Das ist ja nicht ernst. Doch, das ist, also sind diese Highlights. Also die 119 Mark dafür. Ja. Haben Sie sich schon einen Namen für den Igel überlegt? Sonic, ja. Sonic, was vom Schall kommt und damit auch die Idee aufgreift, dass der sich so unheimlich schnell bewegt und auch ich die rote finde, Farbe. Der sieht gar nicht, der sieht überhaupt nicht nach Sonic aus. Der Igel sieht aus... Ich könnte mir Maurice wäre ein schöner Name für den Igel. Wir sind jetzt ja hier schon in der zweiten Stage, was aber auch noch mal ein schönes Beispiel ist, warum blau... Ja, also die Knöpfe machen alle das Gleiche. Man muss möglichst schnell von links nach rechts laufen. Das ist erstmal die Grundaussage. Der läuft ja gar nicht. Ja, die falsche Taste gedrückt in der Hektik. Bitte darauf achten, hier die richtigen Tasten zu drücken. Also immer hier schön schnell von links nach rechts, dabei zwischendrin springen, dass Sonic nicht an dem Hindernis hängen bleibt, um den auf quasi Schallgeschwindigkeit zu bekommen. Jetzt genau die Röhre. Rechts schneller geht noch schneller. Der kann noch schneller werden. Und erst dann zeigt das Spiel seine ganze Stärke, wenn man die ordentliche Geschwindigkeit drauf bekommt. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal schneller. Ich noch kann schneller, nicht schneller. Da geht noch mehr. Also Tempo. Das ist der schnellste Videospielcharakter, den es gibt. Ja, es hieß History of Games in 20 Minuten und wenn meine Berechnungen stimmen, dann bin ich jetzt schon 5 Minuten länger. Aber gut, ich bin tatsächlich fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Also man sieht hier ganz gut teilweise, wie Medien natürlich auch über das Medium Spiel berichtet haben, was ich immer wieder recht erheiternd finde. Wenn ihr 5 Minuten wird mir angezeigt, wenn ihr Fragen habt, egal ob jetzt zu den Themen, zu den Checkpoints, die hier angesprochen waren oder zu Medien und Spiele, Dings und Dongs, sprecht, ich werfe. Wenn sich keiner meldet, muss ich zwangswerfen.
Da hinten. Oh, fast. Inwiefern lässt sich das Phänomen Spoiler mit der Let's Play-Kultur verbinden? Weil wenn man so ein Let's Play schaut, was ja durchaus eine immense Zahl an Zuschauern findet, dann lässt man sich ja theoretisch über das Spiel spoilern. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Gute Frage. Let's Plays haben ja gerade den Reiz, dass sie nicht geschnitten werden. Also, dass man als Spieler einen super Eindruck bekommt, wie das Spiel sich spielt. Ich glaube, da musst du dich dann halt im Zweifel drauf einlassen. Da wissen das ja auch alle. Es scheinen dann aber auch sich niemand genötigt zu fühlen, das extra zu sagen, was ich, wie gesagt, bei Spiegel Online jetzt so ein bisschen albern fand, weil, also, ne? Aber es stimmt, bei Let's Plays, wenn da alle völlig paranoid wären, was offensichtlich zum Glück doch nicht alle sind, würde die sicherlich deswegen keiner gucken. Alle fragenlos glücklich. Wir müssen nicht. Wenn alle happy sind, dann sage ich nochmal vielen Dank und wünsche noch einen wunderbaren Rest-Tinkon-Tag. Vielen Dank, Valentina. Falls ihr noch Fragen habt, zum Beispiel auch, wenn es ums Schreiben über Games geht. Valentina, wo bist du jetzt gleich? Foyer, Blackstage, Hacking Area? Ich laufe hier so rum. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Also wenn es irgendwie Fragen gibt zum Arbeiten in der Medienbranche oder so, irgendwas, die ihr vielleicht jetzt hier nicht in der Runde stellen wollt oder was auch immer, könnt ihr mich natürlich gerne anhauen jederzeit.